Ja, hallo, herzlich willkommen aus dem Klangzentrum Österreich Neue Wege. Ich bin Ulrich und heute zeige ich euch die Sansula. Das ist ein wunderbares Musikinstrument, gibt es auch in mehreren Formen, das sich aus der Kalimba entwickelt hat. Die Kalimba, das ist ein Holzblock mit Klangzungen drauf und der kommt ursprünglich, kommt das aus Afrika und wird dort auch als Daumenklavier bezeichnet. Das gibt es in unzähligen Formen und Varianten und ist auch schon sehr, sehr alt. Das gibt es auch in verschiedensten Größen. Auch die Kalimbas haben wir natürlich in allen Formen und Größen hier bei uns. Und ein deutscher Instrumentenbauer, der Peter Hokema, der hat sich dieser Kalimba angenommen und hat daraus die vor vielen Jahren inzwischen schon die Sansula entwickelt. Und hier geht es darum, dass dieser Holzblock die Klänge, die Töne zusätzlich auf eine Klangmembran überträgt und dadurch klingt das Ganze viel, viel länger und auch intensiver. Die Klänge oder die Töne, das Instrument wird werksseitig in A-Moll produziert, also die Stimmung ist A-Moll mit einem zusätzlichen H und F und man hat auch die Möglichkeit, so, ihr merkt schon, da habe ich noch einmal Hall-Effekte, aber über das Spielen und was man alles damit tun kann, ein andermal mehr. Für euch jetzt interessant ist, ihr seht, hier sind zwei verschiedene Klangmembranen. Das hier ist die Standardvariante. Das ist eine normale Pergamentmembran. Die sollte man vor Feuchtigkeit schützen und auch nicht Kindern und Jugendlichen, die jetzt hier wild herumreißen, in die Hände geben. Ist für normalen Spielgebrauch völlig ausreichend. Wenn sie einmal feucht wird, bei normaler Raumtemperatur, wird das wieder optimal, wie es gehört. Und um jetzt dem besonderen Einsatz Rechnung zu tragen, hat der Peter dann auch eine zweite Sorte entwickelt hier. Das ist ein Schlagzeugfell und das ist dann schon sehr widerstandsfähig. Da kann es einmal nieseln, das kann man auch im Freien verwenden, von außen an einer Schwitzhütte herangehen. Also das ist dann die widerstandsfähigere Variante, nennt sich Sansula Renaissance. Und das wäre die einfache Variante, die Sansula Basic. Spiele ich euch noch ein paar Töne vor. Ist intuitiv zu spielen, die Töne passen alle zueinander. Also wunderbar, auch nach einem Arbeitstag am Abend vor dem Schlafengehen sich hinzusetzen und ein wenig sich damit zu vergnügen und in die Entspannung zu gehen oder auch natürlich nach einer Turnstunde, nach einer Yogastunde die Teilnehmer mit wunderschönen Klängen noch ein bisschen zu entspannen. Ja, das war's auch schon aus dem Klangzentrum Neue Wege. Bis zum nächsten Mal auf klangvollen neuen Wegen.